Hallo, mein Name ist Michael Link. Ich bin Mitglied im Europaausschuss des Deutschen Bundestages und ich möchte Sie für Europa begeistern. Willkommen in der Baustelle Berlin. So sieht es aus im Europasaal des Deutschen Bundestages, wenn er umgebaut wird. Wieso wird er umgebaut? Er wird in Zukunft sehr viel mehr Arbeit bekommen. Das Verfassungsgericht hat Ende Juni das Begleitgesetz zum Lissabon-Vertrag für verfassungswidrig erklärt, weil wir als Bundestag und als Bundesregierung unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben. So das Gericht. Jetzt werden wir wesentlich mehr Arbeit bekommen und das fangen wir schon mal an in der Sommerpause, wo die übliche Sitzungspause nicht stattfindet, sondern wir tagen durch. Wir arbeiten an den Vorgaben des Gerichts und wollen sie bald verabschieden. Ja, am 30. Juni 2009 hat das Bundesverfassungsgericht ein ganz wichtiges Urteil gefällt. Ein Urteil, was Rechtsgeschichte schreiben wird. Das Verfassungsgericht hat gesagt, der Vertrag von Lissabon ist grundgesetzkonform. Aber damit der Vertrag von Lissabon in Deutschland rechtskräftig wird, muss er ratifiziert werden und muss ein sogenanntes Begleitgesetz gemacht werden, was beide zusammenbringt. Dieses Begleitgesetz hat das Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Das ist der Grund, weshalb wir jetzt im Sommer durcharbeiten müssen. Im Prinzip in einfachen Worten gesagt, die Juristen könnten es natürlich viel ausführlicher sagen, in einfachen Worten ist gesagt worden, dass immer dann, wenn Hoheitsrechte, Zuständigkeiten von Deutschland an die Europäische Union nach Brüssel übertragen werden, dass immer dann der Bundestag aktiv eingeschaltet werden muss und mitwirken muss. Das war nämlich bisher nicht der Fall. Wir haben als FDP-Bundestagsfraktion in der Vergangenheit schon immer gesagt, dass bevor in Brüssel der deutsche Minister im Ministerrat seine Hand hebt und abstimmt für Deutschland, dass vorher der Bundestag die Sache behandeln muss, damit eine Rechtfertigung, eine, wie man so schön sagt, eine Legitimation durch das Parlament erfolgt ist. Genau das ist in der Vergangenheit viel zu selten erfolgt im Bundestag und genau das war in dem Begleitgesetz, was jetzt Lissabon in Deutschland in Kraft setzen sollte, genau das war in dem Begleitgesetz zu schwach. Hier hat das Gericht ein Stoppsignal gesetzt. Das Gericht hat uns gesagt, das Bundesverfassungsgericht, dass der Bundestag bei allen wichtigen Bereichen erstmal zustimmen muss und der Bundesregierung eine Linie für die Verhandlungen in Brüssel mitgeben muss. Das ist im Prinzip der Sinn dieses Urteils. Der jetzige Stand, wo wir heute sind, das ist der, dass wir als Bundestag demnächst zwei Sondersitzungen haben, 26. August und 8. September, wo wir das neue Begleitgesetz verabschieden wollen. Noch sind wir in der heißen Phase, wo letzte Hand an das Gesetz gelegt wird, denn es gibt einen großen Streit darum, wie genau die Rechte des Bundestages definiert sein wollen, um ein Bild zu benutzen. Bisher war es so, wenn die deutsche Bundesregierung in Brüssel abgestimmt hat, dann hatte sie gar keine Leine. Sie konnte im Prinzip freihändig entscheiden. Jetzt geht es darum, aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichts, ihr eine Leine anzulegen. Diese Leine ist das Parlament, also ein Beschluss durch das Parlament. Diese Leine, das ist für uns als FDP-Fraktion sehr wichtig, diese Leine darf nicht zu kurz und nicht zu lang sein. Ist sie zu kurz, hat die Bundesregierung überhaupt keinen Verhandlungsspielraum mehr in Brüssel und dann ist es sehr schlecht für die deutsche Verhandlungsposition. Ist die Leine zu lang, dann entspricht die Leine nicht den Vorgaben des Verfassungsgerichts, denn ansonsten ist die Kontrolle durch das Parlament nicht mehr gewährleistet. Hier das richtige Maß zu finden. Lange Leine, kurze Leine. Darum geht, grob gesagt, jetzt im Moment der Streit zwischen den Fraktionen. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir bis zum 26. August einen gemeinsamen Gesetzentwurf haben, den auch wir als FDP-Bundestagsfraktion mit einbringen wollen, damit klar ist, das Parlament wird gemeinsam hier ein neues Begleitgesetz einbringen. Wenn wir das Begleitgesetz erstmal verabschiedet haben, dann können wir uns endlich mal wieder auf die wirkliche Politik konzentrieren. Denn Sie werden mir zustimmen, alles, was ich jetzt erklärt habe über das Begleitgesetz, ist wichtig, aber natürlich auch sehr technisch. Deshalb dürfen wir die Politik als solche nicht aus dem Blick verlieren. Und der Vertrag von Lissabon, der ist die eigentliche Hauptsache, nicht das Begleitgesetz. Wir brauchen den Vertrag von Lissabon deshalb, weil er nicht nur dem Europäischen Parlament mehr Rechte gibt, weil er nicht nur uns als Bundestag mehr Rechte gibt, sondern vor allem, weil die Europäische Union endlich sich wieder auch mal um Politik, um Handlungen kümmern muss. Wir haben eine Weltwirtschaftskrise. Wir haben Krisen im Finanz- und Währungssystem. Für all diese Bereiche brauchen wir eine handlungsfähige Europäische Union. Wir haben Krisen in Afghanistan, im Iran. Wir brauchen endlich den europäischen Außenminister, so wie er vorgesehen ist im Vertrag von Lissabon,
auch wenn er darin nicht so heißen darf, aber im Prinzip ist es das, was er macht. Wir müssen also schauen, dass nach dem Vertrag, wenn der Vertrag erst in Kraft getreten ist, dass wir uns endlich auf diese Phase konzentrieren, denn wir haben jetzt 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre fast schon über Verfassungsvertrag, Vertrag von Lissabon etc. verhandelt. Wir müssen endlich auch mal wieder Sachpolitik machen. Denn ich glaube, die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger wollen genau das. Sie möchten sich nicht für die juristischen Hintergründe so sehr informieren müssen, entscheiden müssen. Sie möchten, dass tatsächlich Probleme gelöst werden. Machen Sie mit, begeistern Sie sich für Europa. Schreiben Sie mir, kommentieren Sie diesen Beitrag. Ihr liberaler Link.